Über Kunststoffe im Wasser sprechen wir alle. Das ist in der Bevölkerung angekommen. Diese Kunststoffteile, die im Wasser treiben, sind sichtbar, sie sind nachvollziehbar, man kann sie herausfischen. Der überwiegende Teil von Plastik ist in der Natur nicht abbaubar. Das Zerfallen von Mikroplastik bedeutet in erster Linie einmal, dass die Teilchen einfach kleiner werden, dann vielleicht nicht mehr sichtbar sind, sodass sie für den Beobachter nicht mehr da sind. Durch Verwitterung werden Plastikfragmente kleiner und kleiner. Die tatsächliche Masse des Plastiks bleibt dabei aber unverändert. Zerfall ist nicht gleichzusetzen mit biologischem Abbau. Je kleiner diese Partikel werden, umso größer das Problem. Die Partikel werden mobiler und ihre Oberfläche im Verhältnis größer. Studien zeigen, dass teilweise schädliche Additive mittlerweile in fast jedem Menschen, im Harn oder im Blut, nachgewiesen werden können. Die Kunststoffe wurden ja entwickelt, um genau eben das Problem der Unbeständigkeit der Naturstoffe zu überwinden und damit ein Material zu schaffen, das man gut verarbeiten kann, das aber trotzdem eine ganz lange Lebensdauer hat. Aber so wie wir mit diesem Material umgehen, nämlich für kurzfristige Anwendungen, dafür sind sie nicht gedacht.